Hallo und herzlich willkommen hier aus der gemütlichen Freizeit-Lounge im Palais Freiluft. In den letzten Wochen haben wir hier jeden Donnerstag unser Freizeit-Tasting veranstaltet. Und wenn auch Sie mal dabei sein wollen, dann einfach unter www.freizeit.at/tasting vorbeischauen und alle Informationen finden Sie dort. In den letzten Tagen war es bei uns ein bisschen verregnet in Wien, aber heute gibt die Sonne noch ein bisschen mehr Gas. Sommerfeeling, Urlaubsfeeling gibt es heute auch thematisch bei uns. Und zwar geht es um italienischen Amaro. Dafür habe ich zwei Barkeeper aus Wien bei uns. Und zwar aus der Bar Truth and Dare. Der Dominik Möller und der David Granerbittel. Hallo. Hallo. Hey. Unsere Leserinnen und Leser sind heute bei unserem Tasting dabei. Was erwartet die denn da genau? Wir haben verschiedene Amaro mitgebracht. Amaro heißt einfach nur bitter übersetzt. Also Bitterliköre, das ist Kräuterlikör, meistens mit dem Zuckerzusatz eben. Wir haben das eigentlich nicht nur italienisch gemacht. Wir haben den Aufbau natürlich italienisch gemacht. Mhm. Aber inzwischen gibt es natürlich auch Amari, die eben nicht aus Italien kommen und haben dort auch noch was vorstellen wollen. Alles klar. Woher kommt denn dieser bittere Geschmack? Der bittere Geschmack kommt eigentlich ganz einfach von den Zusätzen, die man in den Alkohol mazerieren lässt. Das heißt, man verwendet Blüten, Wurzeln, Kräuter und da gibt es einfach einige, die diesen bitteren Geschmack haben. Zum Beispiel Angelikawurz oder Enzian sorgen für sehr bittere Noten in diesen Likören. Aber ist das dann hochprozentiger Alkohol? Kann man das so sagen? Zum Mazerieren wird meistens hochprozentiger Alkohol benutzt, mhm. Genau. Es gibt verschiedene Methoden, also wie gesagt dieser Neutralalkohol. Es gibt aber durchaus auch Amari, die mit Wein angesetzt werden. Ja. Okay. Welche Variationen gibt es da oder welche werden dann am häufigsten eingesetzt? Ich glaube gerade in Österreich ist ganz klassisch, zum Beispiel Averna, mhm. Das kennt man, Ramazzotti wird dann gerne als Digestiv gereicht. Mittlerweile findet man es aber eigentlich überall, wir in der Bar mixen gern damit, weil es den Cocktails oft so einen gewissen Kick verleiht. Die Aperitivkultur ist bei uns in Wien natürlich auch ganz groß, da reicht man dann auch gerne ein bisschen was Bitteres, weil es den Appetit anregt und von dem her ist Amaro wirklich überall einsetzbar und ich glaube, das werden wir beim Tasting heute auch ganz gut darstellen, dass da wirklich für jeden was dabei sein kann. Aperol, Campari, sind das zeitlose Getränke oder wurde das in den letzten Jahren so ein bisschen durch so Spritzer-Variationen abgelöst? Kann man das so sagen? Oder moderne Cocktails, hat das ein bisschen abgelöst? Ich glaube, es hat beides seine Berechtigung und es wird beides, glaube ich, bleiben. Ja? Also die Klassiker sind nicht ohne Grund Klassiker und mhm. haben schon viele Jahrzehnte überlebt. Und es wird auch so weitergehen. Gerade in Österreich spüren wir in den letzten Jahren, dass diese italienische Aperitivkultur sehr stark im Kommen ist. Das heißt, die Leute wollen ein Negroni, wollen ein Spagliato, aber man erkennt auch den Trend im Sommer ganz klar zu diesen spritzigen Getränken. Wir haben Chinaspritz oder einfach auch ein Campari Seltz oder sowas. Also es hat beides seine Berechtigung, es wird beides bleiben, glaube ich. Und merkt ihr in der Bar, dass das öfter noch bestellt wird oder hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen aufgehört? Ich glaube, dass gerade durch diese eher zugänglichen Spritzgetränke, die bei uns einfach sehr beliebt sind, der Zugang dann zu diesen bitteren Likören und Ingredienzen quasi gelegt wird und man dadurch dann merkt, dass die Gäste einfach bereit sind, dann einen Schritt weiter zu wagen mhm. und auch, sag ich mal, ein bisschen fortgeschrittener anfangen zu trinken, weil sie sich trauen, bitter zu genießen, weil bitter natürlich auch immer so eine Hemmschwelle mit sich bringt. Das muss man wollen. Genau, das muss man wollen und gerade mit sowas wie einem Campari Soda oder einem Campari Orange merkt man dann einfach, wenn man es genießt, dass das auch was Feines sein mhm. kann und das hilft uns in der Bar natürlich schon, dass wir dann so ein bisschen das Feld aufmachen und sagen und den Gästen zeigen, was eigentlich noch alles geht mit einfach bitter als Geschmack. Was sind denn aktuell so die Cocktailtrends oder was ist so der Drink der Stunde? Kann man das so sagen? Ja, also bei uns, wenn wir auf unsere Cocktails schauen, wir haben ja auch gerade noch eine Rooftop
war offen und wir haben tatsächlich einen Klassiker hergenommen, einfach den Negroni, und haben eine fruchtigere Variante gemacht. Es ist mit Wassermelone und ein bisschen Orangenlikör noch dazu, okay, einfach um es in den Sommer abzuholen. Und das ist tatsächlich unser Bestseller auf unserer Rooftop-Bar. Also die Leute suchen wirklich diese Aperitifkultur und vielleicht auch gleichzeitig in Verbindung mit dem Sommer. Ja? Also Wassermelone, Sommer. Genau, und gleichzeitig bitter. Ihr macht ja gemeinsam die Truth and Dare Bar im ersten Bezirk. Wie entstand denn der Name? Grundsätzlich ist Truth and Dare als Name so ein bisschen eine Andeutung auf die Welt der Cocktails und des Barkeepens, weil, das hat Dominik vorher schon angesprochen, wir quasi diese altbewährten Klassiker haben, die zeitweise schon 200 Jahre alt sind, die man überall auf der Welt bestellen und trinken kann. Und das ist für uns quasi so die Wahrheit, das Wahre am Trinken, ja, und das ganz klassisch Manifestierte. Und auf der anderen Seite hat man das Schöne in der Welt der Cocktails, dass man unglaublich kreativ sein kann. Und das ist dann für uns quasi das Wagnis, also der, wo man ein bisschen probiert, über den Tellerrand schaut und auch mal Sachen probiert, die man vielleicht nicht so gut kennt. Und wir versuchen auch bei uns in der Bar, das ein bisschen zusammenzubringen, dass wir sagen, du kannst bei uns den Klassiker in seiner Urform genießen, aber du kannst auch was Neues ausprobieren und quasi was Neues wagen. Das heißt, so eine Mischung aus Klassik und Innovation. Genau. Was sind denn da so Kreationen, die ihr besonders macht oder die ihr erfunden habt vielleicht sogar? Wenn man jetzt zum Beispiel beim Bitteren bleibt, wir haben tatsächlich eine White Negroni-Variante jetzt gemacht, wo wir den Gin mit Kokosfett gewaschen haben und mit einem österreichischen Bitter tatsächlich, der sowohl diese herben Noten hat, aber auch florale Noten. Mhm. Also wirklich so ein Klassiker hergenommen und den quasi umgewandelt. Und das ist oft der Zugang dazu. Ja? Man nimmt einen Sauer her und verwendet dann noch zusätzliche Sachen. Ein anderer Trink, der sehr gut geht, ist zum Beispiel mit Blaumohn und Himbeere und Whisky und Zitrone. Also ein Whisky sauer, ein bisschen fruchtiger. Und dann auch noch Mohn reingebracht zum Beispiel. Was sind denn eure Lieblingsdrinks? Seid ihr da eher auf der innovativen Seite oder eher bei den Klassikern? Ich bin ganz klar beim Klassiker. Also ich trinke sehr gern Spiritosen pur. Mhm. Und das ist dann auch bei den Cocktails mein Pfad. Also ich trinke sehr klassisch und sehr klassisch war oft früher eben sehr puristisch. Das heißt Spiritosen basiert. Bisschen Zucker, ein bisschen bittere Note dazu, fertig, das reicht mir. Und bei dir? Es ist schwer zu beantworten. Ich glaube, das ist gerade das Schöne bei Cocktails, dass man diese unglaubliche Vielfalt hat, die man eigentlich überall auf der Welt kriegt. Und das ist auch das, wo ich dann immer wieder drauf komme, dass ich sage, für jede Stimmung und für jede Laune gibt es irgendwie den richtigen Drink und das versuchen wir auch in der Bar zu vermitteln, dass es nicht den einen Drink gibt, sondern dass es eigentlich für jeden Geschmack was gibt und das ist so auch mein Zugang, dass ich für jede Laune einfach meinen Favorite habe. Ich bin gespannt, was ihr heute für uns zaubern werdet. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch und wenn Sie zu Hause auch gerne mal bei unseren Tastings dabei sein wollen, wie gesagt, www.freizeit.at/tasting. Bis bald.